In diesem Video geht es um den perfekten inelastischen Stoß. Bei einem perfekten inelastischen Stoß wird die maximale Energiemenge in Wärme umgewandelt. Die zusammenstoßenden Massen M1 und M2 übertragen so lange Energie aufeinander, bis sich ihre Geschwindigkeiten gleichen. Das schauen wir uns jetzt in einer Zeichnung an. Wir haben einmal die Masse M1 und die Masse M2. Und hier in diesem Bild haben wir gerade diesen Augenblick, wo die Massen zusammenstoßen, aber ihre ursprünglichen Geschwindigkeiten noch haben. Was bedeutet, der Körper M1 hat noch seine Geschwindigkeit V1 und der Körper M2 hat noch seine Geschwindigkeit V2. Wenn sie sich jetzt berühren, werden gegenseitig Kräfte ausgeübt. Die Masse M1 übt eine Kraft aus auf die Masse M2. Diese Kraft nennen wir F1-2, weil der Körper 1 auf den Körper 2 einwirkt. Und nach dem Newtonschen Prinzip Aktio gleich Reaktio übt die Masse M2 eine Kraft auf die Masse M1 aus. Und diese Kraft nennen wir F2-1. Notieren wir. Aufgrund der entgegengesetzten Geschwindigkeiten wirken Kräfte F1-2 und F2-1. Der Körper M1 bzw. M2 verrichtet Arbeit am Körper M2 bzw. M1. Nun wollen wir, dass diese verrichtete Arbeit möglichst groß ist, denn dabei wird die maximale Energie in Wärme umgewandelt bzw. in die Verformung der Körper. Und wir lassen die Körper sich so lange verformen, bis Folgendes passiert, dass sich ihre Geschwindigkeiten nach dem Stoß einfach ausgleichen, weil dann bewegen sich die Körper in diesem Fall hier nach rechts und da sie sich mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen, werden hier keine Kräfte mehr ausgeübt. Und wenn wir diesen Zustand erreicht haben, haben wir die größte mögliche Arbeit an den beiden Körpern verrichtet. Die Arbeit wird am längsten verrichtet, wenn nach dem Stoß die Geschwindigkeit nach dem Stoß U1 gleich U und die Geschwindigkeit nach dem Stoß der Masse 2 U2 auch gleich U ist. Also wenn nach dem Stoß U1 gleich U und U2 gleich U gilt. Damit haben wir die maximale Energieumwandlung und damit auch die maximale Wärme bzw. Verformung. Nun schauen wir uns die Geschwindigkeit nach dem Stoß an. Nach dem Impulserhaltungssatz gilt nämlich, dass die Summe der Impulse vor dem Stoß der Summe der Impulse nach dem Stoß gleichen. Es gilt also M1 mal V1 plus M2 mal V2 ist gleich M1 mal U plus M2 mal U. Hier können wir die gleiche Geschwindigkeit verwenden, weil die Massen nach dem Stoß die gleiche Geschwindigkeit haben. Auf der rechten Seite kommt in jedem Summanden der Faktor U vor, also können wir nach dem Distributivgesetz U ausklammern. Die linke Seite bleibt so und ausgeklammert haben wir hier die Summe beider Massen mal U. Wenn wir jetzt diese Gleichung nach U auflösen wollen, müssen wir jetzt durch die Summe der Massen M1 und M2 teilen und erhalten die Geschwindigkeit nach dem Stoß ist die Summe der Impulse vor dem Stoß geteilt durch die Summe beider Massen. So, diese Formel notieren wir jetzt als einen physikalischen Satz. Nach einem perfekten inelastischen Stoß zweier Körper M1 und M2 mit den Anfangsgeschwindigkeiten V1 und V2 bewegen sich beide Massen mit der Geschwindigkeit U gleich M1 mal V1 plus M2 mal V2 und dann teilen wir die Summe der beiden Produkte durch M1 plus M2. Nun wollen wir diese Formel einmal in Aktion sehen und berechnen eine Beispielaufgabe. Nehmen wir an, dass die Masse M1 2 kg ist, die Masse M2 3 kg. Die Anfangsgeschwindigkeit der Masse V1 soll 1 Meter pro Sekunde betragen und die Masse
M2 soll die Geschwindigkeit minus 4 Meter pro Sekunde haben. Auch hier sehen wir bei den Vorzeichen, dass die Massen sich in die entgegengesetzte Richtungen bewegen. Nun können wir einsetzen und bekommen eine Geschwindigkeit von minus 2 Metern pro Sekunde. Und das ist jetzt die Geschwindigkeit, mit der sich die beiden Massen im Nachtenstoß wohl bewegen werden. Nun wollen wir schauen, ob die Geschwindigkeit, die wir ausgerechnet haben, auch stimmt, und verwenden wieder mal die Simulationssoftware AlgoDo. Ich schalte hier die Gravitation aus und auch den Luftwiderstand und mache kurz das Koordinatengitter hier ein, damit ich meine Massen besser zeichnen kann. Dann machen wir jetzt hier ein Rechteck, um die Masse M1 zu simulieren, und ein zweites Rechteck, um die zweite Masse zu simulieren. So, mit dem Rechtsklick können wir das Material verändern. Die Masse ist schon zufälligerweise bei 2 Kilogramm. Jetzt wollen wir einen perfekten inelastischen Stoß haben. Das bedeutet, wir machen jetzt hier die Reibung an diesem Körper. Diesen Reibungskoeffizienten setzen wir auf unendlich, damit wir die maximale Reibung haben. Und die Stoßelastizität setzen wir auf 0. So, der Körper M1 soll die Geschwindigkeit 1 haben in die X-Richtung. Und nun können wir uns dem zweiten Körper widmen. Das Material 3 Kilogramm als Masse, die Reibung auf unendlich und Stoßelastizität auf 0. Und die Geschwindigkeit soll minus 4 Meter pro Sekunde betragen. So, würde ich jetzt die Körper aufeinander sich bewegen lassen und sie stoßen lassen, würden wir eine Endgeschwindigkeit bekommen, die nicht dem entspricht, was wir ausgerechnet haben. Der Grund ist nicht, weil wir falsch gerechnet haben, sondern für diesen inelastischen Stoß ist die Simulation hier nicht fein genug. Momentan ist es so, dass die Position dieser Körper hier in einer Sekunde 60 Mal aktualisiert wird, und diese Zeitunterteilung reicht nicht aus, um diese Simulation vernünftig durchzuführen. Deshalb müssen wir die Frequenz der Simulation verändern. Ich gehe dafür in die Einstellungen, Simulation und Frequenz der Simulation. Momentan haben wir diese 60 Hertz, entspricht 60 Berechnungen für alle Körper pro Sekunde. Setzen wir diese etwas höher, vielleicht auf 600 Hertz. Nun haben wir 600 Berechnungen pro Sekunde, also 10 mal mehr, 10 mal häufiger als zuvor. So, starten wir die Simulation und sehen, die Massen haften aneinander, so wie wir das vorhergesagt haben. Rechtsklick, um die Geschwindigkeit rauszubekommen. Und die liegt, wie vorhergesagt, bei minus 2 Metern pro Sekunde.